Wie geht es weiter mit dem Wetter im Februar? Im Augenblick ist es ja unfassbar warm, kann man sagen. Also die Temperaturen sind 7 bis 11 Grad wärmer als normal. Und ja, das geht auch erstmal so weiter. Und auch wenn wir uns ganz Europa angucken, sehen wir, dass bis Februar das auf jeden Fall mal so bleibt. Also ein kleines bisschen weniger, aber auf jeden Fall sind wir deutlich in dem zu warmen Bereich im Augenblick. Dann passiert aber was. Schon in der ersten Februarwoche sehen wir, dass es in Skandinavien deutlich abkühlt. Also ist ja Temperaturabweichung von normal, also kälter als normal. Da kommt kalte Luft an. Was heißt das jetzt für Deutschland? Wenn wir mal auf das die Klimaprognose gucken für Februar, dann sieht man, das passt ziemlich genau zusammen. Also irgendwie kommt da Kaltluft an in Skandinavien, das wird im Februar passieren. Und damit haben wir die Gefahr von einem neuen Wintereinbruch in Deutschland, insbesondere auch im Norden und Osten. Ob das schon mit dem Polarwirbel zusammenhängt, ist noch nicht ganz klar. Aber auf jeden Fall wird es kühler werden, denn das Hochdruckgebiet auf dem Atlantik wird sich wieder stärker ausprägen, wird die Westwinde irgendwann blockieren. So, und dann ist die Frage, tja, wird ganz Deutschland von der Kaltluft erreicht? Oder, ja, wenn das Hochdruckgebiet weiter Richtung britische Inseln ranrückt, ist es vielleicht doch nur der Norden oder der Osten. Auf jeden Fall ist es da aber am höchsten die Gefahr, dass wieder der Winter zurückkommt, dass es kälter wird. Und insgesamt müssen wir uns dann auch auf einen etwas kühleren Februar einstellen. Nach einem sehr warmen Start wird es dann in der zweiten oder dritten Woche deutlich kühler. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.wetter.com.